Moin, moin, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Anno 2070. Mensch, es geht ja auch schon wieder Warning. gut los. Production breaks. Ja, 3 Wochen ist es Realize jetzt her gewesen. that when agreements like ours come to an end. Und das war leider eine ungewollte Pause. Aber gut, ich muss jetzt hier erstmal ganz kurz ein paar Sachen wieder in Ordnung bringen hier, weil Hector kann uns inzwischen wieder den Krieg erklären, was ich natürlich nicht geil finde. So, und Tori wollen wir natürlich auch weiter blockieren, damit sie nicht weiter expandiert, die olle Snitch. Weil auf die habe ich ja schließlich mal so gar keinen Bock. So, das heißt, hier haben wir jetzt auch wieder für 2 Stunden Ruhe. Gut, ja, warum war ich jetzt schon wieder 3 Wochen weg, nachdem ich ja schon vorher eine längere Pause hatte? Um es kurz zu machen, ich habe gegen Dustin den Krieg um die Decke verloren, als er hier übernachtet hat. Und ja, das ist bei offenem Fenster eine relativ blöde Idee. In der Hinsicht, dass ich halt wirklich richtig böse krank wurde, so wie schon seit Jahren nicht mehr. Also, ich konnte nicht mal mehr sprechen. Ja, also falls ihr den Film Planet der Affen Survival gesehen habt, da wisst ihr ja, wie infizierte Menschen dort sprechen, was da für Geräusche rauskommen. So ähnlich klang ich, also egal wie viel ich artikulieren wollte, mehr als ein Zischen aus dem Rachen, mehr kam nicht. Und ja, ich konnte nicht mal mehr schlafen, alles mögliche. Also ich war für 2, 2,5 Wochen wirklich halbtot. Da ging nichts mehr. Und zusätzlich hatte sich in der Zeit natürlich auch noch ein bisschen Arbeit angestaut und da musste ich jetzt auch erstmal einen Teil erledigen. Zumindest die Sachen, die jetzt am schlimmsten wiegen. Und ja, deshalb komme ich erst jetzt dazu, weiter aufzunehmen. Ich versuche natürlich ab jetzt wieder ganz vernünftig täglich hochzuladen, wobei ich natürlich nichts versprechen werde. So, also, was wollen wir überhaupt in dieser Episode machen? Nachdem wir es ja in der letzten Episode geschafft haben, die Hungersnot abzuwenden, ne, das war ja tatsächlich ein bisschen ungeil letztes Mal. Denke ich, sollten wir uns in dieser Episode darauf konzentrieren, dass wir mehr Ingenieure rankriegen. Und dann hier in dem Bereich auch bereits die ersten Executives. So. Das Problem ist, wir werden für die Ingenieure sehr, sehr viel Platz brauchen. Allein schon wegen der Weizenproduktion und so weiter. Deswegen schauen wir Hey, mal. good of you to drop Wir by lassen again. hier schon mal ein paar Employees auf jeden Fall aufsteigen. Dafür bauen wir hier erstmal noch ein weiteres Education Network. So, genau. Damit erhöhen wir auch gleich das Steuereinkommen. Das ist ja alles ganz cool. Wie viele Wohnhäuser können wir überhaupt haben? Ja gut, wir können die Zahl unserer Ingenieure noch mehr als verdoppeln. Wir können hier theoretisch sogar noch einen dritten Distrikt ausbauen. Aber ich glaube, es wäre dann in der Tat too much. Das wäre es sogar mit ziemlicher Sicherheit. So, Entschuldigung, ja, wie ihr hören könnt, ich bin immer noch nicht so ganz komplett wieder fit. Ich hatte einfach nur die Hoffnung, dass ich halt inzwischen fit genug bin, dass ich wieder aufnehmen kann. So, ich muss jetzt hier natürlich ein paar Daten anpassen. Und zwar habe ich hier nebenher nämlich noch den Anno 2070 Warenrechner offen, der mir natürlich anzeigt, okay, wie viele Produktionslinien brauche ich überhaupt. Nur so war ja die Hungersnot beim letzten Mal zu bewältigen, bei dem in Kombination mit meinen Aufzeichnungen. Und ja, das werde ich natürlich jetzt auch nebenher wieder konsultieren, aber erstmal müssen wir hier ein paar weitere Leute upgraden. So, in der Zwischenzeit suchen wir uns doch schon mal eine Insel. Also, wir benötigen auf jeden Fall Weizen. Gemüse können wir im Zweifelsfall woanders abbauen. So, diese Insel hier wäre natürlich ideal, aber wir haben ja hier bereits die Flussbauplätze für Gold belegt. Das heißt also, die sind tatsächlich keine Option für uns. Ja gut, hier haben wir ja unsere Fettproduktion. Ach ja, stimmt ja, hier können ja auch noch Leute aufsteigen. Was nehmen wir denn? Ich muss natürlich aufpassen, wem ich eine Insel wegkaufe, weil ich will natürlich auch keinen Krieg haben. Ja, hier gibt's Champagner, das ist auch eine schöne Sache. Aber ich brauche etwas mit Fluss. Oh, sieh mal an, hier in Abarrow könnte man das machen. Haben wir aber kein Weizen. Das hätten wir aber hier in Arcadia. Das heißt also, wir müssen gegebenenfalls. Naja, hier in Burgertown können wir ja auch Weizen produzieren. Genau, das ist eigentlich der Warning. Plan. Production Wir breakdown. produzieren hier Weizen, haben auch eine entsprechende Fruchtbarkeit und wir werden hier in Abarrow dann das Ganze weiterverarbeiten.
So, wir können auf jeden Fall mit einer einzelnen, mit einer einzelnen Wassermühle genug versorgen, dass wir 1000 Ingenieure versorgt kriegen. Mindestens. So, gut. Hier hat sich gerade der Rechner nicht ganz so aktualisiert, wie ich wollte. So, hier müssen wir jetzt anfangen aufzukaufen. Ja, das wird nicht ganz ohne. Also ich sehe hier gerade, wir werden ja voraussichtlich auf 6000 Ingenieure gehen. Dafür bräuchten wir 12 Pasta-Produktionen und damit bräuchten wir 6 Teigwarenfabriken. Wir können hier aber bloß 4 bauen. Könnte also eine relativ knappe Geschichte werden. Außer natürlich, wir verabschieden uns hier von so einem klein wenig unserer Sandproduktion. Die brauchen wir. Genauso wie auch unsere Goldproduktion. Wie viele Tycoon-Executives haben wir überhaupt? Wir haben 3680. Wir brauchen 5000. Das heißt, also, diese Stadt hier wird langfristig auch nochmal einen Zacken wachsen müssen. Da werden wir also hier langfristig nochmal irgendwo einen Distrikt hinkloppen. Das heißt also, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir zwischendurch uns sehr stark auf Krieg konzentrieren werden. Ach, stimmt ja. Hier haben wir doch. Hier haben wir doch Flussbauplätze. Ich bin ja so dämlich. Gut, wir werden trotzdem Abaro kaufen. Denn lieber ein paar zu viel Flussbauplätze als zu wenig, richtig? Ja, stimmt. Hier haben wir ja sogar bereits das Hydrokraftwerk und alles Mögliche. So, die Stadt hier entwickelt sich auch ganz gut weiter. Natürlich werden die sich irgendwann beschweren, weil wir tatsächlich zu viele von ihnen haben. Ja, ich weiß, dass ich da keine schweren Maschinen finden werde. Ich habe auch nicht vor, welche zu finden oder nach welchen zu suchen. Also, haben wir hier überhaupt noch entsprechende Baupläne? Nein, wir brauchen nämlich definitiv weitere Guardians. Echt jetzt? Uns fehlt Carbon. Inefficient trading route. No goods available. Was passiert da die ganze Zeit mit unserem Carbon? Also, die hier müssen wir noch benennen. So. Chips. Also gut, was haben wir hier? Scrollen wir mal runter. Also wir haben hier Baumaterialien, genau, das ist Carbon. Die werden nach Tech Capital geliefert. Warning. Production halted. Receiving information about the outbreak of war. Oder produziere ich einfach wirklich so wenig? Ich habe glatt die Befürchtung, dass das der Fall sein könnte. Weil wir haben hier 2 Carbonfabriken. Na, beide laufen eigentlich mit 70-80%. Das heißt also, vermutlich haben wir einfach bloß sehr viel Carbon aufgebraucht in der Zwischenzeit. Das könnte natürlich einiges erklären. Ach, Mensch. Und natürlich haben wir keinen freien Händler, mit dem wir einfach so ein bisschen Carbon traden können. Also müssen wir da zu Tori. Und dafür brauchen wir erstmal ein neues Schiff. Wir werden so oder so ein Schiff brauchen für die entsprechende Handelsroute. Die wird nämlich nicht ganz ohne werden. Das werden ja schließlich 3 Inseln. Ich möchte keinen Look auf die Cooperative haben, ich will sie kaufen. Meine liebe Tilda. Ich möchte, dass ihr verschwindet und nie wieder zurückkehrt. Ja, am schlimmsten wird es wirklich, Tori loszuwerden. Registering new vehicle. Och Leute, ihr wollt mich doch wohl verarschen. Clear. Fire contained. Übrigens, stimmt ja, wir haben ja hier unsere Archen-Upgrades. Wir müssen jetzt mal überlegen, wo wir überall Feuerstationen hinsetzen. Genau, eine gibt es hier im untersten. Eine hier im obersten. Jeweils ein Teil entfernt. Das heißt also, wenn wir hier das so machen. Genau, ich mach das mal eben. Das wird auch unsere Einwohnerzahl ein bisschen reduzieren. Was natürlich dazu führt, dass wir nicht mehr ganz so viel produzieren müssen.
Etwas, wo ich tatsächlich kein größeres Problem mit habe. So, gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sieh mal einer an, das funktioniert ja sogar relativ gut. Ja, wir haben halt hier bloß immer diese Lücken zwischendrin. Auch die kann man ja eigentlich ziemlich effizient stopfen. Na egal. Ich möchte es trotzdem so machen, wie wir es hier in der Vorlage haben. Ist dann egal, ob da jetzt die Radien sich so ein bisschen sehr stark überlappen. Okay, so. Dann können wir jetzt auch hier nochmal ein paar Feuerwachen unterbringen und dann müssen wir uns jetzt hier nie wieder um Feuer kümmern. So, mal, wie viele können wir jetzt hier aufsteigen lassen? Normal 41. Das klingt doch alles soweit ganz gut. Wie viele Ingenieure haben wir jetzt? 4200. Bis zu 4625 können wir haben. So, das heißt also, die Zahl der Ingenieure ist gar nicht mal so krass, wie befürchtet. So, die der Angestellten ebenfalls nicht. Sehr schön, dann muss ich ja jetzt hier keine Panikattacke kriegen. So, das heißt, wir füttern jetzt mal hier den Kalkulator mit neuen Daten. Dass wir jeweils 5000 haben. So, das heißt, wir brauchen 10 Pasta-Produktionen. Entirely 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wir kriegen das hier eigentlich sogar alles zusammen. Auch wenn wir hier sogar ein bisschen Gemüse von hier rüber transportieren. Na, auf solche Experimente will ich mich gar nicht ersehen. Also wir brauchen schließlich 10 Gemüsefarmen. Die bei 180% laufen. Das heißt also eigentlich, wenn wir hier nochmal so ein Gemüse-Layout hinkriegen, wäre es alles kein Ding. Und stimmt ja, Gemüse können wir auch hier im Burger Town abbauen. Das heißt, die ganze Sache ist tatsächlich so viel einfacher, als ich ursprünglich erwartet hatte. Das finde ich ja jetzt natürlich sehr geil. Das heißt also, wir kriegen jetzt hier da gemütlich die Pasta-Produktion hingeklemmt. Find ich cool. So, das heißt, wir brauchen hier an der Stelle, wenn ich mich nicht komplett irre, 5 Layouts. Okay, 5, das ist doch ein bisschen viel. Andererseits kriegen wir damit halt auch sehr, sehr viele Leute versorgt. Und platztechnisch sollte das auf jeden Fall drin sein. Gut, dann holen wir es mal ab. Wir haben ja hier unsere Bauzellen, die wir brauchen werden. Zusätzlich brauchen wir natürlich unser Werkzeug, wie immer. Und dazu brauchen wir auch noch unser Holz. Wie sieht's mit dem Carbon aus? Okay, sind wir jetzt bei 21 Einheiten. Wow, doch so viel. Okay, gut. Haben wir jetzt hier natürlich unser schickes Depot. Wir müssen mal schauen, wo es sich anbietet, mit der Produktion anzufangen. Ah, natürlich, wir haben kein Glas. Produzieren wir überhaupt Glas selber? Das wäre eigentlich mal ganz gut zu wissen. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass dem nicht so ist. Ja. Wir haben keine eigene Glasproduktion. Das ist vielleicht etwas, was wir auch noch irgendwann mal aufziehen sollten. Mal, was brauchen wir dafür? Wir brauchen Kalkstein und Sand. Beides haben wir hier, wenn ich mich nicht irre. Ja, wobei wir hier keinen Kalkstein abbauen. Noch nicht. Das heißt also, auch hier können wir jetzt ganz gemütlich unsere Glassworks-Produktion hinklemmen. Dann machen wir es mal. Kalkstein Nummer 1, Kalkstein Nummer 2...
hier bauen wir noch Kalkstein Nummer 3 hin. Warning. Critical majority. Impending island takeover. Development's all well and good, but not here. Tori, halt einfach die Fresse. Gut. Ich will natürlich keinen totalen Krieg mit ihr riskieren. Das hätte nämlich das Potenzial, unangenehm zu werden. So, hier haben wir jetzt also unsere Glassworks. Hier können wir jetzt auch noch ein bisschen Glas abholen. Damit wir dann damit in der Lage sind, zumindest die Beginne, den Anfang unserer Layouts zu setzen. Auch hier müssen wir natürlich mit der Ökobilanz wieder ein bisschen aufpassen. Die ist nicht ganz so gut, wie ich gerne hätte. Und deswegen möchte ich hier eigentlich langfristig nochmal einen Guardian irgendwo hinsetzen. Production halted. Ne, zum Beispiel hier drüben, auch wenn da die Entsäuerungsstation im Weg wäre. Aber das wäre mir an dieser Stelle ehrlich gesagt so ziemlich scheißegal. Gut, fangen wir an. Also, wir brauchen platztechnisch 4 in jede Richtung. So, damit gehen wir 1, 2, 3, 4. So, ich habe ja schon ewig nicht mehr dieses Layout gebaut. Wie gesagt, Anno 2070 übertreibt es mir eigentlich schon so ein bisschen von der Komplexität her. Während ich also eigentlich ziemlich dankbar für dieses Spiel bin. Weil es in meinen Augen ganz knapp davor steht, das beste Anno von allen zu sein. Leistet es sich dennoch... ist es einfach manchmal ein bisschen too much. Was aber nicht heißen soll, dass ich es nicht genieße. So, sonst würde ich es nämlich auch nicht spielen. Jetzt brauchen wir natürlich hier unsere Gemüsefarm. Gut. Dann können wir jetzt hier rüber gehen. Und jetzt hier die Felder bauen. Und ich könnte mich jetzt natürlich auch wieder darüber aufregen, dass es hier keine vernünftige Template-Funktion gibt. Soll ich jetzt wieder... dieses Layout von Hand bauen muss. Und ich habe natürlich mal wieder einen Baufehler gemacht. Das ist ja... wenn ich es wenigstens einmal hinkriegen würde, Sachen vernünftig zu bauen. Aber nein. Ich bin ja ein bisschen zu blöd dafür. Ja, es ist ja schön, dass du es vorziehst, ebenfalls zu chillen, Hector. Das erspart uns jede Menge unangenehmes Geheule. Ja, und hier hatte ich mich verzählt. Das ist bedauerlich. Ja, dafür können natürlich meine Notizen nichts, wenn ich als Mensch einfach mal zu dämlich bin, die ganze Sache vernünftig anzuordnen. Naja. Ich könnte es ja jetzt theoretisch noch so ein bisschen auf die Krankheit schieben. So nach dem Motto, ha, ich bin doch nicht ganz gesund. Dementsprechend kann man von mir nicht erwarten, dass ich perfekt baue. Aber es wäre natürlich eine sehr, sehr einfache Ausrede. Damit würdet ihr mich natürlich niemals davon kommen lassen. So, damit haben wir jetzt ein Fünftel der Produktion gebaut. 1, 2, 3, 4. So, und 5 Teils weiter steht die Gemüsefarm. 1, 2, 3, 4, 5. 2 Teils unter der Gemüsefarm. Ein Teil unter der Gemüsefarm, nicht 2 Teils. Ja, stimmt, da war ja was. Steht das Depot. So, das sollte jetzt natürlich ein bisschen besser klappen. Transport of goods on trading route. Negative.
Ja, ich weiß, es wird gerade kein Sand transportiert. Bla, 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 bla. So, und ich muss ja noch die eine Handelsroute anpassen. So, dass das Glas von hier auch abgeholt wird. Naja, machen wir gleich. Erstmal müssen wir hier natürlich die Pasta-Produktion ankurbeln. So, uns wird natürlich, wenn alles gut geht, die Fruchtbarkeit so ein bisschen helfen, weil wir kriegen ja hier teilweise Produktionsschübe von 50%. Registering conclusion of peace between neighbors. Ja, 60% sogar. Gut, das heißt, wir könnten... Das heißt, wir könnten also mit drei Produktionen hinkommen. Mit drei Layouts. Wegen der ganzen Produktionsboni. Außer natürlich bei der Pasta-Produktion selber, aber wenn wir jetzt rein vom Farming reden, rein von den agrikulturellen Betrieben, dann sollte es tatsächlich hinhauen. 1, 2, 3, 4, 5. So, und auch hier wieder 5. Haben wir hier unten das Depot. Dieses hier können wir abreißen, das wird nicht mehr gebraucht. So. 2, 3, 4, 5. Dann hier auch wieder. Und zack, alles ganz, ganz gemütlich. Aber ich muss gestehen, ich freue mich tatsächlich auch schon richtig darauf, wieder Anno 503 weiterspielen zu können. Weil das habe ich auch sehr, sehr vermisst. Das wird ein Spaß. Da haben wir ja letztens hier die Stoff- und Seideproduktion abgezogen. Ja, letztens vor 3 Wochen. Hahaha. Und dementsprechend müssen wir da noch ein bisschen nachbessern, damit wir die ersten Aristokraten versorgen können. Ja, dann geht es dann langsam irgendwann mal in die Produktion von Pelzen und so weiter. Und ich muss immer noch überprüfen, ob der eine Walfänger tatsächlich da sein Fischerboot zur Verfügung hat. Oder ob ich da aus Versehen Bullshit fabriziert habe. So, hier haben wir jetzt die hier. Warning. Production breakdown. So, wir haben jetzt hier einen Produktionsbonus von 50%. Das heißt also, diese 6 Gemüsefarmen produzieren, als wären sie 9. Und diese 9 Weizenfarmen produzieren sie so, als wären sie 14,5. Das ist noch nicht so viel, wie ich gerne hätte. So, deswegen stellt sich die Frage, haben wir noch irgendwo Carbon? Der Spirit Campus ist subject to a complex set of regulations. Ja, haben wir. Gut, darum werden wir uns kümmern müssen. Und hier müssen wir uns darum kümmern, dass wir tatsächlich hier unsere Teigwarenfabriken haben. Dafür brauchen wir aber Glas. Ja gut, Glas ist ja nicht wirklich ein Problem. Das produzieren wir ja. So, haben wir jetzt hier unsere 30 Tonnen. Das sollte eigentlich ausreichen. Wie viel kosten die genau? 6 das Stück. Das heißt hier 1, 2, 3, 4, 5. Passt also. Dann können wir da auch gleich nochmal ein bisschen Carbon irgendwo abholen, nämlich hier unten, beziehungsweise können wir auch von Tori kaufen. Nicht wahr, Tori? Du bist bereit, uns Carbon zu geben? Ja, super. Die Snitch ist tatsächlich mal nützlich. Ich hasse sie immer noch abgrundtief. So, hier haben wir also unser Pasta-Schiff. So, sie Pasta One. So, hier werden wir natürlich jetzt gegebenenfalls Probleme mit dem Strom haben. Aber, was ja auch ganz angenehm ist, wir können hier tatsächlich unsere Windkraftwerke bauen. Ohne große Schwierigkeiten.
Das heißt, also auch hier bauen wir... Ah ne, es war jetzt hier Glasproduktion. Das war falsch. 1, 2, 3, 4, 5. Die reduzieren natürlich auch ein bisschen unsere Ökobilanz. Finde ich nur bedingt dufte, aber es ist halt ein notwendiges Opfer. Warning. Production halted. So, damit hätten wir das. So, dann können wir jetzt die Handelsrouten anpassen. Also Baumaterialien wird hier in Greenhouse noch zusätzlich Glas ausladen. Dafür aber in Burgertown Glas einladen. Sehr schön, damit hätten wir jetzt die angepasst. So, brauchen wir natürlich die neue Handelsroute, das ist die Pasta-Route. Die wird im Burgertown Weizen einladen. Diese in Tech Capital ausladen. Im Gegenzug Pasta einladen. Diese dann wieder im Burgertown ausladen. Dafür aber dort die Pasta-Gerichte einladen. Und diese werden dann ganz unten im Greenhouse ausgeladen. So. Dann nehmen wir jetzt mal. Schauen wir mal, ob das alles auch wirklich so funktioniert, wie wir uns das denken. Ansonsten wäre das ganz schnell ganz peinlich. Und wir wollen ja schließlich nicht, dass es peinlich wird, ne? Gut, unsere Glasproduktion hier funktioniert tatsächlich einwandfrei. Wir haben jetzt hier auch unsere 75 Tonnen Carbon. Das heißt also, hier können wir jetzt auch schön unseren Guardian produzieren. Den wir dann pünktlich zum Ende der Episode, und dieses Ende ist eigentlich schon seit einer Minute. Das heißt also, wir überziehen tatsächlich mal wieder ein klein wenig, aber das ist es mir ehrlich gesagt wert. Ich meine, wir haben hier so eine lange Pause gehabt, das musste echt nicht sein. Und ich denke, da ist es nur fair, wenn wir ein paar Minuten länger machen als Ausgleich dafür. Abgesehen davon, ich hätte gerne den Sinnabschnitt fertig. Und der Sinnabschnitt dieser Episode ist halt schlussendlich unsere Pasta-Produktion. So, genau, hier wird jetzt Pasta rüber transportiert. Warning. Production halted. Damit können dann jetzt die Pflaumen anfangen zu produzieren. Ja, wie wir es hier jetzt auch schon sehen. Kostet nur ein paar Durchläufe. So, wie steht es eigentlich hier? Zeigt uns knappe Ressourcen und dann haben wir in Wahrheit noch so viel über. Also das ist ja jetzt wirklich kein großer Hit. Aber wir müssen schon mal ein Schiff hier rübersetzen. Wozu habe ich denn hier... Was ist mit der Sake 1? Ah, stimmt ja, wir brauchen die ja eigentlich gar nicht mehr. So, warum hat sie aber diese Items? Laden wir sie doch einfach mal hier ein. So, alle Fahrzeuge 12% schneller. Das ist tatsächlich gar nicht mal so kacke. Hier, scheiß auf die mehr Hitpoints. Weil, zusätzliche Geschwindigkeit ebenfalls für unsere Handelsschiffe. Das kommt uns tatsächlich zugute. So, mit der Menge an Kerosin, die wir haben, und der Waffen, werden wir bald auch eine große Luftflotte beschäftigen können. Und damit werden wir Tori mal so ein bisschen in Grund und Boden bomben. So zumindest der Plan irgendwann mal. Aber kann ja nicht sein, dass die ganze Nummer hier noch friedlich bleibt. So. Und haben wir jetzt hier auch ein bisschen Pasta da? Natürlich nicht. Wo ist denn unser Pasta-Schiff? Das müsste ja jetzt schon der zweite Durchlauf sein. Genau, da kommt die 38 Tonnen Pasta. Werden dann jetzt hier drüben abgeliefert.
So, und hier. Inefficient trading route. No goods available. So, diese Entsäuerungsstation, die brauchen wir nicht mehr. Aber was wir brauchen, ist der hier. Registering energy shortage. Und natürlich haben wir jetzt einen relativ heftigen Energiemangel. Den wir natürlich ausgleichen werden. So gut es geht. Denn wir können ja jetzt endlich unsere Offshore-Windräder bauen. Und die sind natürlich auch eine sehr geile Methode der Energiegewinnung. Sind natürlich verwundbar im Krieg. Ja, das ist etwas, wollen wir an dieser Stelle einfach mal nicht vergessen. Weil sie einfach auch von einem U-Boot weggeballert werden können. So, hier wurde jetzt die Paste abgeliefert. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Naja, Gemüse hätten wir eigentlich gar nicht so viel gebraucht. Wir haben ja noch unsere Gemüseüberproduktion hier. Von den Burgerfabriken. Da haben wir auch 1, 2, 3, 4, 5 eigentlich einsparen können. Na gut. Naja, dafür produzieren wir jetzt unsere Pasta-Gerichte. One of your shares has been acquired by an opponent. Your lust for expansion is the best example. Och, Tori, halt mal bitte den Ball flach. So, können wir uns in der nächsten Episode um die Molke-Drinks kümmern, für die wir vorwiegend Platz brauchen und die Fruchtbarkeit für Früchte. Da müssen wir halt schauen, welche Insel wir uns dafür gönnen. Hier Megaflux wäre natürlich sehr geeignet dafür. Aber es würde voraussetzen, dass wir Tori loswerden. Und ich finde es auch schön, wie sie Unterwassergebäude über Wasser bauen kann. Ach ja, die KI spielt halt nicht nach den Regeln. Hier in Plasma City würde es sich auch anbieten. Ha. Das setzt aber voraus, dass wir Tori loswerden. Und das wird potenziell relativ uncool. So, und hier haben wir jetzt 28 Tonnen Pasta-Gerichte. So, und hier haben wir jetzt eine Ökobilanz jenseits der 600. Und dementsprechend auch den vollen Bonus. Wir haben hier 75% Bonus, der Rest kommt ja von unseren Gebäuden, beziehungsweise vom Senat. Ja, das ist nicht ganz ohne. Die Insel hier, die strahlt ja jetzt förmlich. Finde ich ja sehr, sehr geil. Und auch unsere wunderbare Eco-Stadt hat sich ja sehr gut weiterentwickelt. Ja, ich würde sagen, wir nehmen das dann auch entsprechend als Thumbnail-Motiv. Ja, aber ansonsten müssen wir jetzt natürlich wieder Agrikultur nehmen, unsere kleine Pasta-Produktion. Aber wir hatten ja schon bei letzter Episode ein Agrikultur-Thumbnail genommen. Das wird ja langweilig. Da müssen wir halt schauen, dass wir ein bisschen Varianz reinkriegen. Und ja, damit wäre dann eigentlich alles getan, was wir in dieser Episode tun wollten. Wenn ich mich nicht irre. Ja, wir haben hier unsere Pasta-Produktion. Wie gesagt, nächste Episode kommen dann halt die Molke-Drinks. Insofern wir da eine passende Insel für finden, ist ja auch wieder so eine Frage. Ansonsten müssen wir da halt tatsächlich langsam mal alles in Richtung Krieg forcieren und Tori loswerden. Das wird nicht schön. Der Krieg macht mir hier wirklich keinen Spaß. Aber gut, ist halt notwendig. So, ich hoffe natürlich wie immer, euch hat die Episode gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Ganze hier mit einem Daumen hoch prämiert. Ne, diese Stadt hier würde sich vor allem sehr freuen, weil es bedeutet, ich bin mehr motiviert, ihr zum Wachsen zu verhelfen. Und das macht die Einwohner natürlich dann besonders glücklich.
So. Habt ihr irgendwelche Anmerkungen, Feedback oder sonst sowas, wollt mit mir kommunizieren, dann haut es mir einfach direkt in die Kommentarspalte. Und ansonsten, ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal auch abonniert, solltet ihr dies nicht bereits getan haben. Und damit verabschiede ich mich für heute und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!